Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Empyrion Galactic Survival von Ilion Game Studio in der Alpha 6. Hier haben wir aufgeräumt. Da hinten haben wir aufgeräumt. Mit Jetpack anmannen hier. Und Mensch, wir haben doch schon 4 Düsen dran für einen Schub. Das kam mir so langsam vor beim ersten. Das rechts-links ist langsam, ne? Ja, da müssen wir da noch ein paar Düsen dran klatschen. Haben wir welche mit? Habe ich die zu Hause gelassen oder habe ich die oben reingepackt? Bäh! Das ist natürlich jetzt schwierig. YV. Starte mal. Da habe ich gerade erst dran gedacht. Das hätte mir früher einfallen können. Dann hätte ich das noch natürlich besorgt. Aber wenn wir jetzt noch eine Bremsdüse dran machen. Na gut, Bremsdüse braucht man nicht so. Schub ging ja auch. Das Drehen und so weiter geht, aber. Huch. Lück. Da lang. Nee, nicht Lück. Klotz. Da, irgendwo. Siehst du ihn? Verarscht mich doch. Hä? Der war so schön vor mir, jetzt ist er wieder vor mir. Ah, ja. Nein, ja. Auf der Map kommen wir jetzt näher. Zumindest ist das. Ich habe keine Ahnung warum und wie und wo. Irgendwo müsste das Grüne ja auch mal aufblippen. Hä? Ach, da jetzt, ja. Ja. Seltsam. Ja. Klotz. Wir ziehen mal lieber links daneben. Rechts daneben. Ja, das andere links, genau. Ja, vom Klotz aus gesehen, genau. Bremst mal ab. Das mal hier mal ein bisschen drehen. Jawohl. Ach, hier geht das so schön, ne? Ohne Atmosphäre. Wir gucken mal schnell in die Kisten hier unten rein. Komm ich. Nein, natürlich nicht. Komm ich. Jetzt. Runter. Nein, so weit vor nicht, dass ich da unten raus kann. Y, F, nicht D. So, an der Seite schnell dran vorbei. Gut, heile machen kannst du nichts, denn wenn du hier guckst, 149 Grad Celsius, die Düsen sind noch warm. Hab ich noch was im Inventar? Nee, Inventar auskippen könnte ich auch, aber... Nee, das ist hinten. Wenn hat man das hier vorne in den Kisten drin? Hier unten. Haben wir Düsen mitgenommen? Nein. Doch. Ja. Wir haben Düsen mitgenommen. Dann kriegt er rechts und links noch eine dran. Bap, bap. Genau. Bap. Nein. Nicht von hier. Ich hätte die vielleicht woanders hinlegen sollen. Ah, bom, 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 bom. So, und dann zeigst du mir erstmal 2, 3, 4. Ne, 1, 2, 3. Das ist auch Quatsch. So rum. Ja, und wo habe ich die drin? Klar, wenn wir einmal dabei sind. Die sind schon abgekühlt jetzt. Mhm. Das ging ja schnell. So. Hoch. Hat man. Ach so, da hat man ja nur. Mach doch mal nicht, da ist ja nichts. Nur eine. Aber die reicht auch schon bis runter. Wenn wir hier noch eine dran machen.
Müssen wir die außen dran machen. Dann hätten wir zwei nach oben. Eine nach unten. Zwei nach rechts, zwei nach links, vier geradeaus, zwei Bremsen. Klingt auf jeden Fall schon mal vernünftiger. Ist vernünftig aus meinem Mund. Nein. Das kann nicht sein. Die lassen wir aber trotzdem oben. Jetpack einmachen. Und nehmen wir was Anständiges in die Hand. Wo bin ich denn? Bah. Ja, wenn du schon Jetpack anhast, dann kannst du ja auch... Was? Ach nee, C war runter. Mann. So. Jetzt mach's aus. Sonst krieg ich ja hier eine Macke. Lass dich schon. Schnauze. Raus da, rüber da. Nein, raus da. Was will ich hier drin überhaupt? Ist doch falsch. Ich muss da runter. Automatiktür, ja, geh auf. Ja, und einfach nur nach hier vorne. Genau, und da rein. Und das da rein. Dann haben wir das nämlich auch. 4, 2, stimmt doch gar nicht. Ach nee, die hab ich doch noch oben drin. Mann! So. Zu reparieren ist da auch noch nichts. Wieso komme ich hier nicht hin? Achso, weil mit dem Jetpack gleich fliegt. So, Y, V, F. Naja, F war falsch. F, jetzt. Space soll zu drücken und dann raus hier. Dann drehen wir mal rum. Das geht leider immer noch nicht besser. Genau, und jetzt geht's wieder. Wir müssen noch weiter erkunden. Am liebsten natürlich von dieser Stelle, wo wir vorher waren. Geschwindigkeit relativ null. Gerade. Wo sind wir? Outpost. Moment. Crashed Capital Vessel. Outpost. Das macht sogar Sinn. Nee, macht keinen Sinn. Wir können rückwärts fliegen. Crashed Capital Vessel. Warmer. Soweit haben wir es schon gesehen. Sieht das kacke aus. Aber wir wissen nicht, ob wir hier schon gewesen sind, ne? Wie weit? Hier rum. Ja, dann müssen wir hier nochmal eine schnelle Runde machen. Ich halte mal die Zeit ein und wir machen das im Schnellmodus. Und auf der anderen Seite beim Crashed Capital machen wir dann ganz normal weiter. So, da sind wir wieder. Da unten hat man leer gemacht. Neodymium. Könnten wir mitnehmen. Jetzt würde ich am liebsten in mein Abbaugerät springen. Ja, aber das ist ja oben. Am großen dran und kann auf Planeten nicht genutzt werden. Aber was wir jetzt machen können, ist schon mal in dem Capital Vessel. Dem abgestürzten. Mal ein bisschen rumfingern. Nicht das, was du schon wieder meinst! Wir können uns das mal angucken aus der Nähe. Letztens konnte man ja nicht looten. Macht doch mal einer das Licht ein. Der war wieder im Blip zu sehen, irgendwo. Mach sowas nicht. So. Delle. Da kommt auch die Sonne gerade wieder, das ist schön. Da können wir uns hier mal dahinter abhaken. Y, V, F, S. Kannst du mal die Warnmeldung weglassen? Wir stehen falsch rum. Ja, wir stehen falsch rum. Das machen wir auch wieder. Zack, zack. Zack. So, dass ich schnell einparken kann. Es geht nur darum. Siehst du, dass bei dem die Düsen noch an sind? Sollte ich vielleicht mal speichern? Das sieht ja...
Krasses Gerät. Von bin ich tierisch mutig, oder? Springe da. Was ist denn hier alles drin? Ne? Springe genau dort rum. Wo die bösen Teile rausgucken. Aber es ist nicht tiefer. Da unten siehst du schon. Weil das weiß man nicht. Wenn sie es dreht und macht bum bum. Schon Problem. Kein Plasma. Kein Plasmageschütz nicht zugreifen. Plasmageschütz. Ich möchte das freischmeißen. Aber du weißt, wie lange das dauert. Ja? Ja? Da ist ein Schalter. Wie kommt man hier rein? Da oben. Hier ist noch alles ein... Ah, hier ist er. Ist das L-Kern? Nee, oder? Nö. Nö, das ist ganz normaler Block. Es sagt ja erstmal nur andere Fraktionen. Also müssen wir doch erstmal richtig reingucken. Oh. Das ist die Schubdüse. Ja, das ist die Schubdüse, die man von dort sieht. Das sind die Schubdüsen. Ja, oh, hier muss ich erstmal alles finden. Und dann aber auch wieder dementsprechend rauskommen. Ja, das ist der Schalter. Das ist aus. Das ist auch dieses komische Zeugs. Aus. Aha, aha, aha. Das wird mir wohl hier eher nutzen. Alter, sieht das geil aus. Da oben ist der Kern. Ach, das ist Glas. Hammer. Da komme ich nicht rein. Von hier bin ich gekommen. Hier komme ich rum. Geht's denn noch überall hin? Mach da erstmal einen Kern raus, ja? Das hier reicht. Oh, das war so faszinierend. Von der ich durch Zufall wieder gleich gesehen habe. Komm ich denn hier überhaupt einfach so hin? Mal. Aber. Kann ich den so? Kann ich nicht. Aber. Wie weit ist denn das bis raus? Du kennst mich. Wenn ich jetzt hier eine Krach-Bumm-Ladung dran setze. Hier, so schön. So schön schräg. Immer so schön. Nee, so schön. Raus hier! Weiß man nämlich nicht, was ich alles mit wegmache, ne? Ihr kennt mich. So, jetzt nehmen wir erstmal die bösen Bleispritzen raus. Zerlegen. Was? Was? Ach da! 3000 Lebenspunkte. Meins! Elektronikkabel erweiterte CPU. Jawohl, Flugspule. Jawohl. Soll mal vorstellen, wenn du...
das Ding einen neuen Kern reinbaust, ne? Was sind hier leider Basen? Da kannst du sowas nicht machen. Wäre ja auch blöd, wenn du dann hier im Schlamm steckst, ne? Und dann wieder rausholen willst. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Ja. Ich baue mir so ein Töpfchen rein. Siehst du? So. Was bist du? Einzugsstation. Aha. Es macht immer noch Piep. Möchte ich doch mal ganz oben hingucken, wa? Alter, wo geht das hin? Ja? Wir haben die Kommandozentrale gefunden. Hier geht's raus. Ja. Geil. Cool gemacht. Das ist das nächste Zwischendeck. Aha, das sieht aus wie Lager. Das ist Lager. Die werden wir auf jeden Fall nochmal zerlegen. Das ist das da unten. Das ist das da unten. Wie kommt man da rein? Offiziell hier lang. Alles, was jetzt mehr drin gewesen wäre, würde rausfallen. Jetzt mal hier gucken, wie weit das noch geht. Da war noch eine Tür. Das noch. Einfach nur geil. Und hier geht's raus. Das war gehärtete Stahlplatten. Hier geht's raus dahin. Alles klar. Die Etage haben wir auch auf der Seite. Jetzt müssen wir drüben noch runter. Geiles Ding, ey. Geiles Ding. Da hing von außen noch was dran. Hier haben wir noch was, was wir abbauen können. Hier drüben haben wir noch. So, hier geht's raus. Oh, hier ist noch irgendwas, was piept. Bäb. Und da hier fallen, da geht's rüber. Ja, da hängt auch noch irgendwas dran. Jawohl. Keine Ahnung, was da alles dran hängt, aber das ist manchmal sehr, sehr seltsam, wie das hier gekoppelt ist. Nein. Das wollte ich so nicht. Hier sind wir schon auf dem Fußboden. Boah, ein Haufen Ressourcen. Ich will noch mehr haben. Schrank. Nein! Da war noch was drin. Was sind denn das denn für Schalter? Hier ist auch noch einer. Der ist aber eingeklemmt. Okay, dann machen wir den Schalter noch rum. Ist der für beide? Jetzt ist grün, jetzt ist rot. Mach mal grün. Ich hätte es auch mal vorhin lernen können. Davon kannst du auch mal was essen. Schon wieder die falsche angefasst. Und dann kannst du genau den. Wir waren hier hinten noch rum. Aha. Das hast du mir jetzt so damit gezeigt, oder was? Was ist denn hier drüben auch? Nee, hab ich nur vergessen. Ich bin nur hier lang gelaufen. Bah. Was ich aber auch immer alles kaputt machen muss. Das sieht aus doch wie eine Etage unten drunter. Bah. Aber den muss ich dann erstmal freilegen. Das dauert.
Aber sieht auch schon geil aus, ne? Also kann man nicht meckern. Wer weiß, was hier unten noch alles kommt. Ui, Tiffy. Boah. Da war ja was. Web. Hier sind ja mal richtig Düsen drin. Gut, dann laufen wir noch einmal rundherum. Hier sind überall noch Lichter. Ja, die ich nehme auch noch mit. Ja, das Ding hat 3000 Lebenspunkte. Da haben wir schon mal eine Stromspule rausgekriegt. 32 Fluxspulen, das ist mal ultra. Ultra krass, SSD. So, hier oben haben wir nur noch das drauf. Das ist Deko, oder? Nee. Hier wollen wir gucken. Hier wollen wir gucken. Jupp. Da haben wir uns auch durchgeschossen. Ist ja auch noch eine Düse. Ist ja auf der anderen Seite auch noch eine sein. Die Form so schön schräg. Geil. Komm ich nicht hin? Jetzt. Wenn wir ja hier drüben noch die Düsen wegmachen. Oh, mich blinkt es ja schon mal ein. Aber ich will jetzt noch nicht hier weg. Noch zwei Folgen hier zu drehen, dass ich dann in Ruhe ausgraben kann, ist auch Quatsch. So, das haben wir raus. Hier an der Seite noch. Bop. Was ist denn jetzt? Aha. So, hier haben wir sowas. Krass, auch die Farben sind so cool gewählt. Ich brauche wieder jetzt. Und nochmal. Meins. Ich brauche wieder und meins. Dann haben wir das von der Seite auch. Jo, damit kippt man jetzt aus und dann fliegen wir erstmal weiter erkunden. Und irgendwann mal habe ich die Zeit, das hier mal auszugraben nebenbei. Irgendwann. Macht mich nicht drauf fest. Das können wir mal hier hinpacken. Das Zeug ist auch noch nicht verdorben, ne? Das können wir essen. Ja, was ich brauche, ist vielleicht Sauerstoffle. Das könnten wir mal so machen. Auffüllen. Mehr geht leider nicht rein. Ja, ist ja gut. Wir gehen mal wieder raus, gucken hier hin. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Empyreon Galactic Survival von Elyon Game Studio in der Alpha 6. Bis dahin, auf Wiedersehen und Krzyzikowski.